Hallo und herzlich willkommen beim Barbecue Dino und Grillen am Fuß des Wiengebirges. Heute machen wir ein bisschen was aus der japanischen Küche. Und zwar Geflügel, Chicken Teriyaki. Wie ich das mache, was ich dafür brauche, zeige ich euch jetzt. Ja, und hier haben wir die leckeren Zutaten für unser Chicken Teriyaki. Ja, wir machen das Ganze ja nicht im Dutch Oven. Die Soße machen wir im Dutch Oven und das Fleisch machen wir nachher auf der Plancha bzw. auf dem umgedrehten Dutch Oven Deckel. Und das hier ist ein Kilo Maispoulade. Da kann man auch Schwein- und Rindfleisch für nehmen. Wir haben uns für Geflügel entschieden, weil wir es gerne mögen. Dann Frühlingszwiebeln, Hier haben wir kein Portwein, sondern Sherry. Danke. Und ein bisschen Honig drin. Dann Paprikaflocken, Pfeffer und Salz, Knoblauch gepresst und Ingwer gepresst, braunen Zucker und Sesamöl. Und das Ganze, je nachdem, zum Garnieren haben wir nochmal Frühlingszwiebeln, ein paar scharfe Peperoni und ja, die Sesamflocken, die werden am Ende so ein bisschen, oder die Sesamkörner, die werden am Ende so ein bisschen oben rüber gestreut. Werde dann parallel in der Wokpfanne noch so ein bisschen China-Gemüse machen. Und Reis haben wir schon gekocht, den brauchen wir nachher noch anschwenken und dann kommt der Reis unter das leckere Fleisch und wird dann gegessen. Ja, und jetzt machen wir erstmal den Dutch Ofen heiß. Dafür nehmen wir den kleinen FT3, das reicht für die Soße. Und ja, den packe ich jetzt auf den Grill und wenn der Temperatur hat, dann treffen wir uns am Grill wieder. So, der Dutch Ofen ist drauf. Geben wir mal ein bisschen Sesamöl rein. Das braucht gar nicht so viel sein. Zu viel Sesamöl schmeckt eben nach Sesam. So, und wenn ihr sehen wollt, ob es fett heiß genug ist, den Löffel reinhalten. Schäumt der Löffel, so wie hier, dann ist es fett heiß genug. Heißt, wir fangen erstmal an und geben die Zwiebel mit in den Topf. Jetzt hört man es auch, dass es heiß genug ist. Und da fackeln wir gar nicht lange. Und geben da auch sofort die Frühlingszwiebel mit rein. Wow, riecht gut. Ja, die lassen wir nur 2-3 Minuten brutzeln. Und dann kommt Zucker zu, die Gewürze, Sherry und Honig. So, Zwiebel und Lauch hatten ihre 3 Minuten. Ah, sieht hervorragend aus. Und jetzt geben wir den Knoblauch und Ingwer mit dazu. Ich glaube, es gibt Rezepturen ohne Ingwer. Also wir haben jetzt nicht die Menge genommen, die man ursprünglich nehmen sollte oder eigentlich nehmen sollte. Weil Ingwer zu viel ist nicht so ganz meins. Knoblauch kann genug dran sein, ist überhaupt nicht schlimm. Aber ja, Ingwer riecht man bei der kleinen Menge wirklich. Das waren jetzt, weiß gar nicht, 10 Gramm oder was. So, dann packen wir die Gewürze dazu. Sprich Pfeffer, Chiliflocken und ein bisschen Salz. Wir haben extra wenig Salz genommen. Einen halben Teelöffel, glaube ich, weil Sojasauce reinkommt, jede Menge. 150 Liter, Milliliter, glaube ich. Und dann wird es zu viel. So, jetzt kommt der Zucker dazu, der braune. Oh, Knoblauch riecht heftig. Voll geil. So, jetzt haben wir hier Sherry und Honig. Oh ja, geht ab hier. Und wenn wir die Soße, oh, riecht gut. Wenn wir diese Soße gleich fertig haben, dann lassen wir die abkühlen und dann wird das Geflügel da erstmal mit mariniert. Dann bleibt das Ganze eine gute Stunde. Und hier geben wir die ganze Flasche drauf. Das sind 150 Milliliter Sojasauce. Und dann wird das Ganze auf die Hälfte einreduziert. Und das kann jetzt ein bisschen dauern. Riecht auf jeden Fall mal nicht schlecht. Oh, herrlich. Wie beim Sushi. So, einmal richtig durchkochen und dann lassen wir es einreduzieren. So, nach gut 20 Minuten leichten Köcheln sieht es jetzt so aus. Also ist schon so ein richtig schnuckeliger Sud, auch leicht dickflüssig. So, und den nehmen wir jetzt runter. Und dann stelle ich den einfach aufs Brett und lasse den so ein bisschen auskühlen. Dann werden wir das Ganze gleich durch Sieb kippen und ja, das quasi nur die Soße aus Fleisch zu marinieren kommt, weil die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln beim Anbraten verbrennen würden.
Und deswegen machen wir es gleich durch Sieb, kommt aber am Ende wieder mit dazu. Aber wie gesagt, jetzt erstmal abkühlen und wenn wir das dann gleich marinieren, seid ihr wieder dabei. So, die Teriyaki-Sauce ist fertig gekocht und durchgesiebt. Das ist jetzt übrig geblieben. Das sind die Zwiebeln und die Frühlingszwiebeln. Die lassen wir jetzt so im Sieb. Hier ist die Soße und die geben wir jetzt, so wie sie ist, komplett auf das leckere Fleisch. Ihr seht, die ist ein bisschen, ja, sämig, also leicht dick. Und jetzt nehmen wir das Fleisch, rühren das durch und lassen das jetzt mindestens 1,5 Stunden in dieser Soße liegen. Das heißt, wird richtig schön mariniert und wird dann wieder in einem anderen Sieb abgegossen. Und wenn es dann, ja, ich sage jetzt nicht trocken ist, aber so, dass nichts mehr abtropft, dann wird es angebraten. Und zum Schluss wird die Soße, die jetzt hier quasi nachher übrig bleibt, wenn sie wieder abgesiebt wird, dazugegeben und die Zwiebeln kommen wieder dazu, wird 2-3 Mal durchgeschwenkt und dann ist fertig. Und so, und jetzt lassen wir das Ganze eine Stunde stehen, ne, 1,5 Stunden. Und dann sieben wir durch und treffen uns wieder am Grill und dann geht's auf die Plancha. Ja, 1,5 Stunden sind jetzt rum. So sieht das Geflügel jetzt aus. Gefärbt vom Soja, sage ich mal. Und ja, das hier ist der Rest, der jetzt hier quasi abgetropft ist. Den geben wir nachher wieder dem Ganzen zu. Wir machen das jetzt so, da kommt die Plancha bzw. der große Deckel vom Dutch Ofen kommt jetzt auf den Grill. Der muss richtig Temperatur aufnehmen, dann kommt da Sesamöl rein, dann wird das Fleisch zugegeben, angebraten und zum Schluss kommt wieder diese restliche Soße und auch die restlichen Zwiebeln wieder mit dazu. Wird das Ganze nochmal kurz durchgerührt und wenn das dann richtig heiß ist, kommt es runter. Dazu gibt es frischen Reis und natürlich frisches Japan- oder China-Gemüse. Gibt es im Handel, haben wir uns heute aus dem Handel geholt. Nur kurz blanchiert, das wird gleich im Wok ein bisschen angeschwenkt, gibt es dann dazu und dann wird zusammen verkostet. So, Plancha ist heiß, Sesamöl ist drin, dampft auch schon. Also, jo, ist heiß genug und jetzt geht's, das Fleisch anzubraten. So, dann machen wir einmal anbraten und ganz schnell zu. Anbraten ist fertig, sieht jetzt so aus. Und jetzt geben wir mal die leckeren Zwiebeln. Und die restliche Soße dazu. Super Duft. Geht ab hier. Boah, Hammer. Riecht echt cool. Und jetzt seht ihr, dass die Soße schon die nötige Sämigkeit hat. Oh, super. Ja, cool. Heißt jetzt einmal hier so ein bisschen verteilen. Ich glaube mal, den Grill können wir ausmachen, machen wir auch. Und dann kann er jetzt noch einmal so ein bisschen Temperatur aufnehmen. Und dann wird verkostet. Zwei Minuten hat es noch gedauert. So sieht es jetzt aus. Hammergeil, oder? Richtig schön sämig. Und jetzt heben wir dieses 25 Kilo Teil hier mal runter. Stellen das hier rüber, warten einen Moment und dann wird verkostet. So, 2 Minuten später, so sieht's aus. Ich finde Hammer, riecht genial. Herr Regieassistent, seien Sie mal leise. Also hier, der ist schon wieder voll dabei. Amigo, was los? Amigo, was willst du denn? Ja, 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 das ist zu scharf für dich. Ja, das willst du nicht. Aber ich darf probieren. Und ich schnapp mir jetzt einfach mal so ein Stück. Ihr wisst ja, das ist Maispolade. Oh ja, die Soße hier, ne? Sehr sämig, würde ich mal sagen. Heiß ist es noch, aber ich probiere es jetzt einfach auf euch. Boah, geil. Boah, richtig geil. Also ich glaube, ich muss noch mal probieren. Das war nicht das Erste. Mach's jetzt noch mal. Boah, immer noch geil. Also ehrlich, total super. Aber diese Sojanote, Zwiebeln, Frühlingszwiebeln. Ja, jetzt Garnitur, so ein bisschen Frühlingszwiebeln nochmal rüber und ein bisschen scharfe Chili. Leichte Schärfe, Süße, fruchtig, saugut. Also schwerstes nachzuempfehlen. Ja, das Ding geht jetzt nach oben auf den Tisch. Gibt es dann Reis zu und frisches Gemüse. Also die China-Gemüse, hatte ich ja gesagt. Ja, mir geht's aber ruhig. Gefällt mir echt super. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wie immer an dieser Stelle,
wohlwollenden Kommentar, Daumen nach oben, Abo wäre genial. Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit euch sowas nicht mehr durch die Lappen geht. Und bis dahin bleibe ich euer Olaf, Barbecue Dino, grillt am Fuß des Wiedengebirges. Macht's gut.